Okay, weiter geht's. Luft holen. Sauerstoff nicht mehr. Okay, dann sind wir hier schon mal durch zumindest. Schalter auf den Tisch, ne? Nee, warte mal, das ist der, wo ich hergekommen bin, ne? Genau, der ist nämlich immer noch auf. So wieder in so temporärer Schalter, wie es aussieht. Das könnte jetzt aber ein anderer sein, weil ich bin nicht einmal komplett rumgelaufen eben. Warte mal, das war doch der Rückweg, oder? Oder muss ich wieder zu... Aber der Schalter war temporär. Was hätte der hier schon öffnen können? Boah, das ist so ein Mist, ne? Das ist jetzt der Weg. Also so arg weit weg kann das ja eigentlich nicht sein, wenn das ein temporärer Schalter ist, aber... Wie ist ja sonst auch nicht. Ach Gott, ich hasse dieses Level-Design, ne? Da ich überhaupt von Design reden kann. Hatte ich hier draußen noch irgendwo eine Tür oder irgendwas, was nicht auf war? Die Wege sind immer so lang designt, dass man es gerade so nicht schafft, ne? Ohne wenigstens einmal Wasser zu schlucken.
Oder ist jetzt einfach nur irgendein anderes von den Gittern aufgegangen oder irgend so ein Mist? Ich komme ja aus dem Scheiß wieder raus. Hier ist der Haupteingang. Vorne, das bringt mir ja auch nichts. Ne? Da bin ich auch wieder nur hier. Okay, das ist eine von den Türen. Das war die hier, wo ich ursprünglich reingekommen bin, glaube ich. Ist jetzt offen. Oh, um Gottes Willen. So. Da geht's nicht weiter, da haben wir Nebel. Okay, dann geht's hier weiter. Wir an den Hebel gekommen. Aufgegangen wäre.
zu. Ja, es ist. Da hinten bin ich gekommen, oder? Ja. Lange nicht gespeichert, hä? Wo sind wir denn? 1652 waren wir. Rennerei uns sparen, wenn wir wieder drauf gehen. Da in die Ecke zu laufen. Vielleicht auch generell nicht die beste Idee, die Waffe hier zu benutzen. Dummerweise einen Rechtsklick gemacht, als ich vor der Wand stand. Geblieben. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob das hier nicht wieder so ein endlos Gegnerwellen-Scheißdreck ist. Let's go.
Willen. Nämlich echt nach so endlos Wellenscheiße wieder aus hier. Das ist doch wieder nur so eine sinnlose Sackgasse. Keine Scheiße oder irgendwas auf die Schnelle. Da habe ich auch keine Zeit, sich umzuschauen. Okay, also wieder so ein dämlicher Mist. Da muss ich jetzt auch erstmal gucken, wo es hier weitergeht, weil das ist mir jetzt echt zu dumm. Also werde ich hier kurz unterbrechen. Und dann geht es gleich weiter. Also, so wie es aussieht, sind es keine unendlichen Wellen. Also muss ich nur ein bisschen vorsichtiger sein. Dumm ist halt, aber man kann es halt auch nie wissen, ne? Und ich komme, glaube ich, auch noch ein bisschen wenig HP hier immer an. Ja, 32, das ist nämlich auch gar nicht so geil. Dass ich hier irgendwo anders noch vorher HP aufladen könnte. Okay, und hier gibt es auch nirgends HP. Das heißt, jeder Treffer ist mein letzter. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an der Treppe, dass man halt mit der Waffe nicht so richtig nach oben schießen kann. Insofern müsste ich vielleicht lieber auf die gehen. Das ist dann alles.
Ach, ich hasse es. Ah, da sind wir wieder. Das ist aber auch blöd. Erstmal mit der. Ach ja, also, das wird sich jetzt noch um Tage handeln, bis wir den dämlichen Dreck hier mal erledigt haben. Das ist eigentlich auch blöd. Kann ich doch jedes Mal rein in die Schüssel, ne? Ach, okay. Sag, hey, das wird doch nichts. Genau. Zu oft getroffen worden. Ich weiß gar nicht, ob man im Nachhinein den Schwierigkeitsgrad noch runterstellen kann, weil dann werde ich zumindest den Mist hier mal durchspielen können. Ohne mich zu sehr aufzuregen, aber nein, dem ist nicht so. Und da war ich zu dicht dran. Yes. Also ich bin echt kurz davor zu sagen, der Dreck ist es einfach nicht wert, noch durchgespielt zu werden, weil was soll schon noch passieren? Da wird sicherlich nichts Cooles mehr kommen. Weil cool war das Spiel die ganze Zeit noch nicht. Aber irgendwie will man ja auch
Sachen, die man angefangen hat, beenden, ne? Egal wie beschissen es ist. Also ich kann noch mal... Ja, wobei ich kann nicht weit zurück, ob hier noch irgendwo Heilung rumliegt. Ja, mit 32 HP reinzugehen ist natürlich auch... Bisschen arg optimistisch, ne? War nicht so, dass ich jetzt noch irgendwo was gelegen hätte. Keine von den Heilpflanzen. Das Ding da oben ist, glaube ich, ein Heilding, ne? Da hochgekommen bin. Ah, genau. Da war's. Weil ich auch nicht sinnvollerweise wüsste, wie ich da hinkommen soll, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ob das prinzipiell funktioniert. Das war ein bisschen zu spät. Weiß ja auch nicht, wenn ich mit dem Raketenwerfer dahin schieße, ob das vielleicht runtergeschleudert wird. Vielleicht wird es aber auch zerstört. Probieren wir es mal. Weder noch. Ja, verdammt. Ich habe ja noch die Invisibility, die kann ich natürlich auch mal benutzen, wenn ich gegen die kämpfe, dann sehen sie mich wenigstens nicht immer gleich. Ja, das wird so nix. Keine Ahnung, wie man da das Scheißding rankommen soll. Ja, aber ich brauche nicht zurücklaufen, ich kann einfach laden. Wir haben ja eh nichts gefunden. So, das Thema Unsichtbarkeit, das bringt also auch nichts. Auch wieder völlig wertlos. Weil ich keine HP verliere,
Okay, da war viel verloren, also machen wir mal hier direkt weiter. Das sind, aber vielleicht können wir uns so rantasten. Das ist die Zeit, wo man fehlerfrei bleiben muss, ein bisschen kürzer. Und da haben wir wieder einen. Lieber nicht riskieren, wer weiß, was für ein Scheiß noch alles kommt. Okay. Ich meine, dass das Gameplay einfach nur scheiße ist, sondern so das ganze Game Design, ne? Ich meine, wenn jetzt nur das Gameplay scheiße wäre. Ach, das war's. Okay. Na, immerhin. Wenn jetzt nur das Gameplay scheiße wäre, dann könnte man sich ja noch irgendwie durchquälen, weil man sich halt sagt, der Rest ist es dann wert, aber das ist ja auch nicht. Safen sollen. Bevor wir den Fehler noch mal machen. Weiter. Das ist unlogisch, aber gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren. So. Puh. Natürlich, das Ding kann man halt nicht anhalten. Wenn das dann losgeht, während man gerade. Schwach. 9 HP, halt auch super, ne? Gerade aufgetankt war. Mal lieber bei dem hier an. Und auf die andere Waffe. Aber 69 HP.
Puh, meine Güte, was für ein Mist. Wir wesen aus dem Elendgebäude wieder raus jetzt. Oder? Ja, scheint so, oder? Genau, also, aber doch nicht raus aus dem Scheiß. Sondern wir kommen auch tiefer rein in das Gebäude hier, wenn man auch immer das ist. Ist das Serpent Canyon? Na gut. Wieder nichts. Wenn ich mit Boot fahren kann, dann gehe ich halt zu Fuß. Dass dann trotzdem irgendwie ein Endding getriggert wird oder was auch immer man hier am Ende machen muss. Also ich muss echt sagen, jetzt von allen, die ich bisher so gespielt habe, und selbst wenn ich in die Vergangenheit zurückdenke, ist das mit Abstand das dümmste und schwachsinnigste Spiel von allen. Selbst für die damalige Zeit. Jetzt aus dem Wasser nicht raus, weil man nur aus dem Boot aussteigen kann. Weil es zu hoch ist. Ja, genau.
auch raus. Okay, den müssen wir geschafft haben. Können wir hier mal speichern. Und so, das ist alles so lächerlich. Okay. Euer Safe. Ja, dann hat er hier anvisiert. Das ist auch geil, der visiert nie was an. Da können die Gegner vor dir stehen, aber weil hier einfach so mal durchs Nichts läuft, dann hat er plötzlich irgendwelche Sachen, die er einloggt, ne? Funktioniert, tut's auch alles nicht richtig. Wieder einen Abschnitt geschafft. In der Hoffnung, dass es bei jedem, dass es der letzte ist. Castle ist vom Title Screen, also ist das Burg der Nali. Mit viel Glück eine der letzten Maps. Wobei ich nicht wirklich glaube. Ich fürchte, das zieht sich hier noch länger in die Länge. Wenn man so lieblos hingewichste Level-Designs macht, kann man natürlich auch sehr, sehr viele Level machen. Das Design, das Gebäude und so, das macht doch als Gebäude überhaupt keinen Sinn, ne? Okay, die kann ich anscheinend nicht lesen, die Bücher. Nein, will er nicht.
gewesen, ja? Ah, verdammt! Sinnlosen Schalter umgelegt aus Gründen, die man nicht kennt. Nur hirnlos verwinkelte Ecken ohne Sinn und Verstand. Was eigentlich hirnlos schon impliziert, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Ja, der Haupteingangshalle hier. Die Hauptfalle. Keine Ahnung, ob es angedacht ist, hier runter zu springen, aber ich spring gleich mal runter. Da haben wir hier ein spezielles Kreuz. Übersetzer. Der Pfad, dem gefolgt werden muss, ist lang und schrecklich, aber wer kräftigen Herzens und voller Entschlossenheit ist, wird sich den Herausforderungen gewachsen zeigen. Der Herausforderungen gewachsen heißt es aber eigentlich, aber egal. Da gibt es aber nichts weiter, oder? Wieder
hirnlos in irgendeine Ecke gesprungen und hängen geblieben. Ist auch völlig unklar, warum der das hier alles macht, ne? Wenn hier durch hunderttausende Gewölbe, das ist der einzige direkte Weg ist und so, das bleibt auch nochmal zu bezweifeln. Nur dem Krieger, der seine Tapferkeit unter Beweis stellt, indem er den fünfäugigen Dämon im Turm besiegt, wird der Zutritt zum Kerker erlaubt. Fünfäugiger Dämon, hier wäre so ein scheiß Bosskampf. Alter! War geil, wenn man so gar nichts sieht, ne? Taschenlampe sind dann auch ein bisschen dünn gesät. Okay, muss ich innen weiter hoch. Das macht ja sogar noch irgendwie Sinn, gegebenenfalls. Also als Burgdesign macht es Sinn. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht. Oder will ich hoch? Bin ich jetzt eigentlich da, wo ich schon mal war, oder bin ich hier woanders? Euer Dämon im Turm, also muss ich ja irgendwie. Die Treppe, ne? Ist ja irgendwie hier den Turm hoch, aber dann alles irgendwie nirgendwo hin. Bin ich hier wieder in dem gleichen Ding, wo ich schon mal war. Bleibt. Wieder in der Haupthalle. Ja, wie gesagt, wenn das halt nicht so ein beschissenes Layout wäre. Nur der Erleuchtete, der das Buch der guten Kunde in der Kapelle gelesen hat, darf durch dieses himmlische Tor gehen. In der Kapelle? Kapelle, ist das mit dem Kreuz oder ist das hier die Kapelle? Ne, ist keine Kapelle. Was
kannst du ja nochmal gucken, aber die Bücher wollte er ja nicht lesen. Hier ist die Kapelle, oder? Der Pfad, der gefolgt werden muss, ist lang und schrecklich. Kennen wir schon, aber wir sind jetzt hier auf irgendeiner Gewichtsplatte getreten oder so, weil ich bin ja vorhin, hab's ja von der anderen Seite gelesen, vielleicht hat das nicht gezählt. Durch. Ist auch bescheuert, dass sie das Lesen des Buches nicht daran binden, dass man das Buch gelesen hat, sondern dass man an einer bestimmten Stelle am Buch gestanden hat. Das zeigt auch mal wieder richtig schlechtes Game-Design. Die Aufgabe ist Lese des Buch, aber ich muss gar nicht das Buch lesen, sondern ich muss mich da an die Stelle stellen. Wo man vielleicht steht, wenn man das Buch liest, aber auch nicht zwingend. Weil man es auch von der anderen Seite lesen kann. Oder sie müssten es so machen, dass man es nur von der einen Seite lesen kann. Haben sie aber auch nicht. Renne ich nie nochmal hoch, das ist mir zu blöd. Heilung, wenn wir sie brauchen. Nun die.
vor den eigenen Füßen. Okay, das sieht mir schon eher wie ein Turm aus. Ganz sicher. Irgendwo war was mit Töte den Dreieugigen im Turm, aber... Wo war das jetzt wieder? Ja, null Orientierungspunkte, weil das halt einfach hier alles so random hingeklatschte Sachen sind. Kann man sich auch nicht wirklich orientieren. Jetzt wieder zurück. Ich meine, fuck. Irgendwo war das doch mit dem. Wenn du hier bla bla bla, dreieugiger im Turm oder irgendwie sowas in der Art. Das ist aber auch so, weil das halt einfach alles so völlig belanglos ist, was hier passiert hat. Man merkt man sich halt auch nichts, ne? So Story-Elemente oder bestimmte Aufträge oder. Ist halt einfach alles irrelevant. Und dann weiß man zwar noch irgendwie dunkel, sich zu erinnern, dass hier irgendwas war mit Töte den im Turm, aber wo ich den Auftrag gekriegt habe und warum und was der jetzt dann freischaltet, weiß halt keiner. Aber wir sind deutlich über der Zeit, also mache ich jetzt hier einfach auch mal das Episodenende und dann hoffe ich, dass ich irgendwie rausfinden kann, warum ich den ganzen Scheiß jetzt gemacht habe und wo es dann weitergeht. Bis dahin, ciao.